Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich wollte euch hier wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um den Erfolg Akkuschredder Gold, für welchen wir mit dem Akkuschredder die große Sause auf der Dunkelmond-Jahrmarktinsel innerhalb von 11 Glockenschlägen absolvieren müssen. Ja, und hier ist eigentlich so die Schwierigkeit, dass ihr das erste Ziel innerhalb von diesen drei Glockenschlägen erreicht. Deswegen werde ich euch jetzt nochmal schnell zeigen. Und zwar, wir laufen hier einfach straight auf das erste Ziel los, drücken die erste Taste, denn damit können wir zu dem nahegelegensten Special-Item springen und dementsprechend das auch aufsammeln und laufen hier einfach gerade durch und immer wieder schön hier die erste Taste einsetzen, dass wir wieder weiterspringen, denn dann kommt ihr gerade so hin, dass ihr hier das mit drei Glockenschlägen schafft. Dann hier nochmal die Sprungfeder benutzen und wieder den Sprung zum nächsten mit der Sprungfeder weiter. Mit der nächsten Sprungfeder wieder weiter. Das könnt ihr dann immer so weiterführen. Die letzte am besten nicht nehmen, sonst fliegt ihr ein bisschen zu weit. Und ab da ist es eigentlich dann relativ einfach. Ihr könnt hier mit verschiedenen Taktiken weiterkommen. Wichtig ist hier auf jeden Fall, dass ihr das erste, also diese blaue Flagge, innerhalb von zwei Glockenschlägen erreicht, dass ihr dementsprechend dann am Ende keine Probleme kriegt mit der Zeit. Ja, dann laufen wir hier straight durch und zwar versuchen wir möglichst diese ganzen Speed-Effekte mitzunehmen. Sinnvollerweise hätte ich jetzt eigentlich den linken Speed-Effekt noch mitgenommen, also sprich, da einfach noch ein bisschen schneller zu sein. Ist jetzt in dem Try auch so gegangen, also sprich, ich habe, wie ihr gleich sehen werdet, auch so diese 11 Glockenschläge geschafft, aber prinzipiell wäre es sinnvoller, den Speed noch mitzunehmen. Ja, so viel dazu. Also, ich habe jetzt hier nicht sonderlich viele Versuche gebraucht. Mit dem Schredder ist es hier relativ einfach, man muss auch nicht alle Fähigkeiten einsetzen. Mit der zweiten Fähigkeit kann man zum Beispiel noch so einen positiven Buff, den man sich holt, also so eine Sprungfeder, so ein Speed, speichern und dementsprechend dann später einsetzen, wenn man nochmal draufklickt, beziehungsweise wenn man mit Zeppelin Probleme bekommt, dann kann man dementsprechend die letzte Taste einsetzen. Je nachdem, wie ihr es belegt habt, wird es bei euch wahrscheinlich die 4 sein. Bei mir ist es jetzt hier die 3, weil ich mit meiner Standardbelegung mit dem Hütchen spiele. Aber das ist ja dann immer abhängig von der jeweiligen Einstellung, die ihr ja auch schon bei normalen Zauber getroffen habt, wenn ihr nicht mit dem Standard-UI spielt und dementsprechend dann eine andere Bar besitzt. Ja. Dann haben wir hier soweit das Achievement fertig. Und zwar gibt es für dieses Achievement, also Akkuschredder Gold, zusätzlich dann noch eine Belohnung. Und zwar ist das einfach so ein kleines Spielzeug, das ihr erhaltet. Das heißt, Blick des Dunkelmond-Jahrmarkts, das ist ja so ein Huntersmark, das ihr über einen Gegner setzen kann, das in den Farben vom Dunkelmond-Jahrmarkt ist, wie ihr eben auch schon hier gesehen habt, dementsprechend bei den einzelnen Toren. Seht ihr dieses immer, ist jetzt nichts Besonderes, ist halt einfach nur ein Spielzeug mehr, das man hier kriegt. Hier seht ihr das Blick des Dunkelmond-Jahrmarkts. Ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende von dem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein Ticken weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, beziehungsweise wenn ihr mehr von den solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.